nicht nochmal darauf. Sagen Sie mir die Wahrheit. Sind Geisteskrankheiten erblich oder nicht? Es gibt erbliche Geisteskrankheiten, ja, Curtis. Aber dieses Krankheitsbild wird durch Stoffwechselstörungen hervorgerufen und es gibt ausgezeichnete Heilungschancen. Oh Gott. Oh Gott, vielleicht bin ich schon verrückt von Geburt an. Ich habe kaum Erinnerungen an meine Kindheit. Regen Sie sich nicht auf, Curtis. Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief durch. Machen Sie Schluss damit, sonst tue ich es. Ich bring dich um, du dreckiger Hurensohn. Doktor, mein Vater wurde ermordet. Oh mein Gott. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass ich gesehen habe, wie er tot dalag. Sie haben ihn überfahren, sind ausgestiegen und haben ihn erschossen. Das nenne ich mal halbwegs effektiv. Curtis. Es ist durchaus möglich, dass ein verdrängtes Trauma für sehr große emotionale Probleme verantwortlich ist. Ich glaube, Sie sind jetzt ein großes Stück weitergekommen. Glaubt die. Ich glaube, heute sind wir sehr gut vorangekommen, Curtis. Glaubst du, Frau? Ich würde Sie gerne nächste Woche wiedersehen, aber Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie mich brauchen, gut. Ja? Danke, Doktor. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die heutige Sitzung mit Curtis Craig zeigt, dass der Patient unter Wahnvorstellungen leidet, die womöglich paranoid sind. Gewalttätige Schübe sind nicht auszuschließen. Wieder in den Club. Machen wir ja immer so. Nachdem wir beim Therapeuten. Du hast Pech, Junge. Therese ist nicht da. Egal, ich will trotzdem rein. Dann geh rein. Ja, nachdem wir beim Therapeuten waren, gehen wir immer zum Club. Hallo! Ich finde, dass du in der Yuppie-Bar einfach weiter besser aufgehoben wärst. Wirklich? Und du wärst besser in der Schießbude auf dem Jahrmarkt aufgehoben. Weißt du was? Ich fange allmählich an, dich ins Herz zu schließen. Der ist. Defekt. Oh, das war der Ausgang. Verdammt, da wollte ich nicht. Nein, 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 ich wollte noch ein bisschen da bleiben. Ich glaube, da gab es noch ein paar Sachen, die wir tun können. Dann kommen wir ja hier hin. Aha, aha. Lass sie gefälligst in Ruhe, Arschloch. Alter, so macht man das nicht. Na gut, gehen wir wieder zurück. Scheint nicht so, als wenn uns das jetzt irgendwas gebracht hätte, also gehen wir wieder nach Hause. Aha. Aha. Wer ist da? Na, wer wohl? Denkt doch mal nach. Wie bist du hier reingekommen? Ich bin eine Frau mit vielen Talenten. Und der Nummer vom Schlüsseldienst? Bist du schon lange hier? Ich habe mich schon mit einer Ratte angefreundet. Aha. Ein echt süßes Ding. Ach ja, danke. Kleid? Nein. Brief? Hätte mich auch gewundert. Karte von der Therapie? Nee. Okay, dann halt einfach nur so. Ich bin echt erschrocken, als ich hier reingekommen bin. Da
Das war mir klar, Curtis. Brichst du öfter in die Wohnungen anderer Leute ein? Nein. Außer wenn ich sie sehr schätze. Ich will nicht unhöflich sein, aber was tust du hier? Naja. Ich bin nicht hergekommen, um zu reden. Curtis. Nicht? Hätte ich auch nicht erwartet. Und weshalb bist du dann hier, Therese? Ich weiß nicht, wie ich das hier finden soll, Therese. Gut. Da dekoriert ihr doch glatt einfach unser ganzes... Nee. Kannst du nicht einfach mein Schlafzimmer umdekorieren, Frau? Ich finde, das sind etwas heftig, Therese. Oh nein, heftig? Nein, so weit sind wir noch lange nicht, Curtis. Ach. Bleib ruhig. Therese, ich... Bitte, ich will dich berühren. Du sollst ruhig bleiben, Sklave. Wenn du nicht artig bist, muss ich dir eben deinen süßen Mund stopfen. Ah, du willst kein lieber Junge sein. Also, wie gefällt dir das hier? Na, sag schon. Nein. Wag bloß nicht, dich zu mucksen. Hast du verstanden? Wag es nicht. Ich glaube, du bist ein braver Junge, Curtis. Ein sehr braver Junge. Ich muss aufrichtig sagen, dass Mr. Warnes gefühllose und unverantwortliche Handlungen sowohl das seelische als auch das physische Wohlbefinden von allen Mitarbeitern eines Unternehmens gefährdet. So. Das dürfte genügen, um dich zur Hölle zu schicken, Warner. Ja, solange es nur eines Unternehmens ist und nicht Wintex. Nee. Okay, das mache ich mal eben. So. Hallo. Guten Morgen, Mr. Craig. Hier ist Rosaline von Wintec. Ich soll alle Angestellten anrufen und ihnen sagen, sie können heute zu Hause bleiben. Okay. Es ist wieder jemand ermordet worden, Mr. Craig. Wer? P.A. Warner, P.A. Warner. Wie ist es? Das darf ich Ihnen nicht sagen, Mr. Craig. P.A. Warner. Noch mal, wer? Wer ist es? Tom Revell. Fuck. Ich will mehr für P.A. Warner. Können wir das nicht nochmal umstellen? Wer nervt. Ich würde jetzt laut fluchend an die Tür gehen. Ganz ehrlich. Wo waren Sie gestern Abend, Craig? Oh, freut mich, Sie wiederzusehen. Ich hing gefesselt von meiner Decke. Kommen Sie doch rein. Ups. Am Brief? Nee. Crash-Hook?
Das, nee. Dann halt nur so. Was haben Sie gestern zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht getan? Ich war hier. Zusammen mit Therese Banning. Wirklich? Und wann ist sie gegangen? Keine Ahnung. Spät. Ich... Ich bin eingeschlafen und heute Morgen war sie weg. Wo ist sie jetzt? Vielleicht zu Hause? Das weiß ich nicht. Vielleicht in der Decke? Craig, ich hab sie gefragt, wo sie jetzt ist. Ich weiß es nicht. Vermutlich zu Hause, aber ich weiß nicht, wo sie wohnt. Ha, 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 ha. Sie wissen nicht, wo Ihre Geliebte wohnt, Mr. Craig? Wieso nicht? Sie ist nicht meine Geliebte. Wirklich? Dann müssen Sie sehr gut mit ihr befreundet sein. Mr. Craig, kennen Sie irgendjemanden, der Tom Ravel gehasst hat? Tom hat sich gestern heftig mit Paul Warner gestritten. Die beiden haben sich regelrecht angebrüllt. Wirklich? Worum ging's? Um Sie, Detective. Und darum, dass uns Warner am Tag nach Bobs Tod wieder arbeiten ließ. Tja, scheiße gelaufen, würde ich sagen. Wissen Sie was, Craig? Ich bin der Ansicht, dass mit Ihnen irgendetwas nicht stimmt. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich Sie kriege. Aber dummerweise habe ich nicht genügend Beweise. Noch nicht. Sie sind ein Wahnsinniger. Und wenn Sie schuldig sind, Craig, dann werde ich Sie finden. Egal, wo Sie sind. Egal, unter welcher Mülltonne Sie sich verstecken. Hallo, verstehen Sie mich? Ach, verdammt. Amateurkopf. Die ist doch doof. Genau. Dem Spiegel haben wir es aber gegeben. Ja, wir können den immer noch nicht sagen, ist doof. So, blobby, blobby, blob. Ich würde wirklich gern wissen, was los ist, Blob. Ich weiß, du bist meine süße Ratte. Meine wunderschöne Ratte. Genau. Oh, ich kann nochmal mit Blob reden. Hey, was isst du da, Blob? Siehst du an! Mhm. Hör zu, wer immer du bist. Ich weiß, dass Blob nicht reden kann. Und sie hat nie irgendjemand etwas Böses getan, also lass sie in Ruhe! Okay. Na gut. Gucken wir mal, was wir im Post haben. Ja, wir haben Post. Das ist schon mal gut. Finden wir gut, dass wir Post haben. Könnte was Interessantes bei sein. Komm heute Abend ins Borderline, Curtis. Diesmal kriegst du 100%. Cool. Wagst du es, Darling? Therese. Aber sowas von. Auf was habe ich mich da eingelassen? Auf 100%. Lieber Curtis, ich hasse dich. Du hast mich umgebracht. Deine bloße Existenz ist weder natürlich und ekelerregend, dass ich kotzen muss, wenn ich bloß an dich denke. Ich hätte dich bei der erstbesten Gelegenheit töten sollen. Aber ich komme wieder und diesmal krieg ich dich. Hehehehe.
Deine Hallos werden ein bisschen intensiver, Alter.